Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Und heute haben wir wieder eine Headliner-Challenge zu absolvieren und die werden wir uns natürlich anschauen und auch gemeinsam lösen. Wir bekommen hier ein Pack im Wert von 30.000 Coins. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Und so sieht die SBC aus. Und ja, wie ihr seht, seht ihr nichts. Ich habe hier tatsächlich noch gar nichts gelöst. Vereine benötigen wir hier mindestens 4 Spieler aus derselben Liga, max 10. Spieler derselben Nationalität, Region mindestens 8. Seltene, ja, mindestens ein Spieler. Teamgesamtbewertung von 75 wird benötigt und eine Teamchemie von 85. Das heißt, da wir hier mindestens 8 Spieler einer Nationalität haben sollten, gehen wir auf eine Nation, das ist ganz klar. Spieler aus derselben Liga, max 10. Ja, es ist eigentlich recht simpel. Wir gehen auf eine Nation. Wir gucken mal, was ich so grundsätzlich an Goldspielern habe, weil 75 wird hier vorausgesetzt. Gesamtbewertung, das heißt, man kann auch mit Silberspielern arbeiten. Das ist natürlich möglich. Gucken wir mal, was wir hier so haben. Spanier sehe ich jetzt auf den ersten Blick. Argentinier vielleicht. Brasilianer ist auch mal eine gute Option. Und das sind halt alles meine Goldspieler. Ich glaube, ich würde es tatsächlich mal mit Spaniern versuchen. Wenn es nicht klappt, machen wir ein paar andere. Naja, so machen wir das nicht. Dann gehen wir auf die Spanier. Und dann füllen wir einfach mal die Position aus, die ich vielleicht habe. Und dann gehen wir nach niedrigste Bewertung. Und dann gucke ich mal, was ich hier so für die, ob das alles... Eigentlich sollte ich keine Untrades mehr im Verein haben, da habe ich richtig aussortiert. Innenverteidiger habe ich leider keine. Okay, da schauen wir gleich mal, was ich da habe. Innenverteidiger ist immer so, das sollte man umgehen, die sind immer ein bisschen teurer. Hier haben wir auch 2 S-Stürmer. Ja, ich glaube, wir kommen hier richtig gut zurecht. Jede Position finden wir gerade. Wir gehen aber gleich nochmal nach und nach durch, damit ihr das auch 1:1 nachkaufen könnt, wenn ihr das denn möchtet. Ansonsten macht es so wie ich, einfach aus dem Verein heraus. Und dann benötige ich natürlich noch ein paar Innenverteidiger. Habe ich gerade gesehen, da habe ich keinen Spanier zur Hand. Da gucken wir mal einfach Verteidiger. Hier haben wir noch einen Rechtsverteidiger. Den kann man gut nehmen. Das war nicht geplant. Ansonsten, vielleicht habe ich noch einen zentralen defensiven Mittelfeldspieler. Der gibt auch nochmal, genau. Und dann bräuchte ich noch einen seltenen. Und bisher sind es alles tradable Karten. Das heißt, von der Teamchemie könnt ihr das dann nachher nachkaufen. Und hier gucken wir mal. Ja, ich nehme den direkt. Der hat 650 gekostet. Und damit sollten wir das eigentlich hier gelöst haben. Haben wir auch. Und ihr könnt dieses Team auch 1:1 nachkaufen. Also ich bin hier komplett mit einer Nation gegangen. Ich gucke gerade mal, habe ich vielleicht noch einfach noch einen ganz, ganz... noch einen Rare Spanier? Komme ich hiermit zurecht mit dem Silber? Mit dem Bronze Rare? Da gucke ich mal, ob das funktioniert. Dann kann ich mir vielleicht die 650 Coins noch sparen, weil ich das im Verein habe. Aber wir gehen erstmal so durch, dass ihr das 1:1 nachkaufen könnt. Also, die Bedingungen habe ich vorgelesen. Und ansonsten, ihr könnt dieses Team 1:1 nachkaufen. Ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Und wir gehen hier einmal fix durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Okay, legen wir los. Let's go. Und damit hätten wir diese SBC gelöst. Genau, den Bronzespieler, den benötigt ihr nicht. Ich gucke mal, ob ich den jetzt noch hier einwechseln kann. Tatsächlich kann ich das. Ja.
So könntet ihr es theoretisch dann auch noch 1:1 nachkaufen. Aber macht das so wie ich hier mit dem einen Spieler. Ich glaube, weil diesem Bronzespieler, ich weiß nicht, was er kostet. Ja, könnt ihr theoretisch, also sogar noch günstiger, könnt ihr so einkaufen. Und dann könnt ihr das, wie gesagt, auch 1:1 so nachbauen. Das sollte funktionieren. Auf jeden Fall wünsche ich euch da viel Erfolg mit, dass ihr das so hinkriegt. Wir geben das Ganze ab, bekommen das Pack im Wert von 30.000 Coins. Nehmen wir natürlich mit. Und schließen das Ganze ab. Öffnen werden wir es leider nicht, da ich immer noch fleißig am Sammeln bin fürs Totti. Das sollte ja vermutlich so ab dem 18. vielleicht kommen. Man weiß es noch nicht ganz genau. Ich sammle weiter Packs, habe jetzt irgendwie 190 Stück. Sämtliche aus den Top-Partien. Da kommen ja, sollten ja morgen auch wieder welche kommen. Ansonsten, ja, freue ich mich sehr, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das auch gerne tun. Das ist natürlich komplett kostenfrei für euch. Und in diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace. Reise verlinke ich euch natürlich wieder unten in die Videobeschreibung. Bis dann.